Das ist der Junge, der an Professor Eichs Pokédex arbeitet, oder? Einer seiner Assistenten war vorhin bei mir. Vielleicht ist er noch oben. Muss mal gucken. Ja, da war er. Buxana City gibt es so viel selten Pokémon. Das ist ein Knaller. Leider ist es verboten, die Pokémon zu fangen und in der Stadt zu leben. Blitz, ein großes glitzernde Pokémon, das in Richtung Meer fliegt. Hey Bürger, erinnerst du dich noch an mich? Ich bin Professor Eich. Assistent. Er hat mir gesagt, ich soll dir ein tolles Item geben. Wenn du mindestens 50 Pokémon-Arten in deinem Pokémon interessiert hast. Also, wie schaut's aus? Hast du 50 verschiedene Pokémon gefangen? Ich denke schon. Wirklich? Lass mich mal einen Blick reinwerfen in der Pokédex. Beeindruckend. Du hast bisher ganze 60 Pokémon-Arten gefangen. Glückwunsch. Da gebe ich dir das, was ich dir auch versprochen habe. Na, Manu, wo habe ich denn? Unmöglich. Ich hab's verloren. Ach, das tut mir so leid. Was mache ich nur? Ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Ach, ich hab das. Hui. Hier, bitte. Du hältst ein Assistenzset von Professor Eich Assistent. Du schaust es in Eichs Hexzelt in deinen Klamotten geschlossen. Ich habe versucht, mein Kittel für dich und für dein Pokémon anzupassen. Mein geliebter Kittel, pass gut auf ihn auf. Ja, jetzt haben wir einen Kittel von Professor Eich. Von Dr. Professor. Buxana City. Buxana City, die Stadt der rosa-roten Träume. Als ich Sarah um ein Date gebeten habe, meint sie, ich könnte ihr noch einen Mondstein geben. Ich war ja schon eine ganze Weile hier, aber es will einfach nicht dunkel werden. Wo ist denn Evoli? Oh, ein Fleckmann. Fleck. Kandama. Oh, lol, hab ich nicht gesehen. Hier will ich jetzt voll im Außenhäuschen. End on. Hereinspaziert in den Go-Park. Dann machen wir das. Ja. Da fahre ich so in der Büro des Freundschaftsparks. Hast du auch auf den Pokéball da abgesehen? Ach, sorry. Ah, ich werde den. Ah, was?
Ist das ein Pokémon? So. Wir kommen in das Safari-Zone. Hier wird es von Pokémon. Wir haben hier aber noch einen Typi gesehen, der. Mein Lapras mag schon in die Jahre kommen sein, aber er pass auf mich. Aber wie je und je. Weißt du, früher bin ich zusammen mit ihr über die Wellen geritten und zu neue Horizonte aufgebrochen. Aber mittlerweile kann Lapras nicht mehr gut zu schwimmen. Daher habe ich mich entschlossen, das Surfboard an den Nagel zu hängen und hier bei meinem alten guten Freund zu bleiben. Ach ja. Danke, dass du mir so gehört hast. Im Gegenzug könnte ich dir beibringen, wie du die geheime Technik Wellenschwung einsetzt. Damit du auch über das Wasser flitzen kannst. Dein kleines Evoli möchte das sie erlernen? Hey, es ist gar kein Problem. Muss nicht mein Wasser-Pokémon sein. Aber ob das gut geht? Dieser Blick in seinen Augen erinnert mich sehr an mein Lapras. So eine Kraft. Na gut, du hast mich überzeugt. Pass gut auf. Also, der Trick ist, auf dem Wasser die Balance zu halten. Dafür musst du deinen Schwerpunkt nach unten verlagern und deinen Oberkörper stabil halten. Evoli hat die geheime Technik Wellensprung erlernt. Du hast es ganz hervorragend gemacht. Hier, mein Surfboard, gebe ich dir auch noch. Halte es zusammen über die Wellen und brechen zu neuen Horizonten auf. Cool. Cool, cool. So, das Häuschen. Ups. Safari-Zone. Teamziel für diese Woche aufstehen, bevor das erste Piep, Piep, Piep sagen kann. In der Nähe von Route 19 habe ich etwas goldenen Aufblitzen sehen. Vielleicht versteckt sich da hinten noch ein Schatz, man weiß nicht. 19. Direktor Fleckmon weiß eine ganze Menge Pokémon. Der besitzt sogar fossile ausgestorbene Pokémon. Ich noch nie gesehen habe. Der Direktor wird vor allem hier Direktor Fleckmon genannt. Tja, er hat nun mal das gleiche ausdruckslose Gesicht wie ein besagtes Pokémon. Seit Direktor Fleckmon neulich angelt im Angeln war, bettelt er noch billiges Zeug. Was? Obwohl es in seinem Alter liegt, dann weiß es nicht. Geopark. Ich frag mich, Erik verstanden hat, dass es aus zwischen uns beiden ist. Nachdem ich ihm eine Abfuhr erteilt habe, ist er schreiend davongeschleudert, merkwürdig. Ach nee, er hat Schluss gemacht mit Erik und er sucht einen Mondstein für sie. Ich warte hier auf meinen Vater. Er hat gesagt, dass ich alle Pokémon bekomme, die er fängt. Ich hoffe, er kommt bald zurück. Bin mir schon ganz hibbelig. Hier, mein Bruderherz. Ich gebe dir mein Kamdama, Ponita und Dragorami.
habt ihr persönlich, höchstpersönlich gefangen. Oh, wie cool. Mein Schwester Herz hat mir Pokémon auf meine Nintendo Switch geschickt. Willkommen im Go-Park. Was möchtest du tun? Pokémon übertragen? Nein. Eine Spielwiese besuchen? Nein. Erklärung anhand. Worüber willst du mehr erfahren? Den Go-Park. Im Go-Park spielen die Pokémon, die du aus Pokémon Go übertragen hast. Wenn du sie ansprichst. Okay. Ich will versuchen. 0. Ja, ich habe kein Pokémon Go, deswegen. Wir sind angefangen. Kein Pokémon. Kein Pokémon. Spielewiese. Um für Spielewiese zu spielen, brauchst du 25 Punkte. Achso. Okay. Das ist der Pokémon Go Park. Ist für uns nicht interessant, weil ich habe kein Pokémon Go. Meine Freundin hatte mal früher Pokémon Go, das weiß ich. Also früher, wo es noch frisch rauskam, hat sie das aktiv gespielt. Aber ich habe nie Pokémon Go gespielt. Ich hab immer gesagt, ich habe keine Zeit dafür, aber ich habe wirklich auch keine Zeit dafür gehabt. Oh, ein Pokestore. Es gibt hier eine kleine Bild von. Auch keine Postkarte und kein Kalender. Komisch. Hast du schon mal den Tabwerb ausprobiert? Ja. So, wie willst du beruflich sein? Haben wir. So, Tränke sind 7. Haben wir, dann heißt das. Willkommen 13. Dann kaufen wir hier von 11. Nein. 11. Hier kaufen wir ein. Hier kaufen wir auch nur ein. Hier kaufen wir auch nur eins. Ah, ist okay. Dann haben wir alles. Dankeschön. Was bist du denn? Du bist wohl 18. Das ist so majestätisch. Ich wüsste es so gern, wo man so einen fangen kann. Bestimmt auf dem Wasser. Das gehe ich von aus. Hier ist die Pokémon Arena. Pokémon Arena, Bosania City. Arenaleiter, Nogua. Der giftige Ninja Meister. Der Leiter der Safari-Zone ist nicht mehr der Jüngste, aber immer noch witzlebendig. Allerdings kriegt er ein Gebiss, wie man hört. Sag mal, kennst du eigentlich Bill? Er ist mein Enkel. Und als kleines Kind war er Feuer und Flamme für Qualitäten.
Bei seiner Arbeit beschäftigt sich mein Bruder Bill mit der Übertragung von Pokémon. Wusstest du, dass er sogar der Erfinder des Pokébox in deinem Beutel ist? Außerdem hat er zusammen mit Professor Eich aus einer weit entfernten Region den Go-Park aufgebaut. Wow! Am Eingang der Safari-Zone befindet sich der Freundschaftspark. Weiter da drinnen findest du dann den Go-Park. In diesem Haus hier hat einmal ein vergesslicher alter Mann gewohnt. Inzwischen wohnt er aber jetzt irgendwo auf der Route 12. Mit seinem Magic, glaube ich, war das. Es ist unheimlich praktisch, direkt neben dem Nutzcenter zu wohnen. Dafür ist aber auch die Miete entsprechend hoch. Wir können aber leider nichts lesen dort. Er versucht alles anzuklicken, aber geht da leider nicht. So. Willst du dein Pokémon Dex vervollständigen, dann schau doch gerne mal beim Pokémon Go Park vorbei. Wir werden uns wieder eine Attacke machen, das will ich nicht. Westlich von Verana City erstreckt sich ein schmaler Pfad. Er führt zur Pokémon Liga der höchsten Instanz für Trainer. Hey, du! Bist du nicht zufällig ein Knurrer? Ein Bodentyp, oder? Willst du das gegen mein Tor eintauschen? Ich weiß nicht, ob wir das noch haben. Nee. Leider haben wir keinen Knurrer. Der alte Karten bloß auf. Ein einziges starkes Pokémon setzt. Der wird nie ein guter Trainer. Andererseits ist es ziemlich anstrengend, mehrere Pokémon gleichzeitig zu trainieren. Hey, komm, Pokémon Center, willst du denn mit sein? Ja, klar. Okay, dann nehme ich jetzt kurz einen Moment in meinen Aufruf. Mache noch kurz hier, mach hier und bop, 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 bop und da. Und jetzt geht's weiter und. Alle Pokémon werden übertragen, sind alles fertig und sind wieder top mit. Hey, Dankeschön. Wir hatten uns bald wieder. Auf Wiedersehen. So. So. Da waren wir schon. Hier waren wir noch nicht. Haus des Direktors. Ich habe diese benutzen Haus gemietet, um es Pokémon-Trainer zur Verfügung zu stellen, die Informationen austauschen wollen. Aber jetzt treffen sich dort so viele Experten, statt ist dort dicke Luft. Das Haus oder was? Uff. Wenn du beim Fangen von Pokémon bestimmte Bedingungen erfüllst, wirst du belohnt. Und weil ich so ein toller Typ bin, will ich dir zwei dieser Bedingungen verraten. Tipp 1. Triff das Pokémon mit den Pokéball. Wenn der Klein möglichst klein ist. Fang das Pokémon, das ist Nummer 2, fang das Pokémon mit einem einzigen Wurf. Das ist vieler Hinsicht vom Vorteil. Unter anderem bekommst du mehr Erfahrungspunkte. Ja, und das war's. Fütter mal deine Pokémon mit Sandananbeeren, bevor man es mit
man bessere Chancen, nach einem Item zu finden. Es ist dir schon aufgefallen, oder? Nein, eigentlich nicht. Fängst du mehrere Pokémon derselben Art hintereinander? Nennt man das eine Fangserie. Es heißt, man könnte durch eine lange Fangserie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, schimmige Pokémon zu entdecken. Fängst du viele Pokémon derselben Art, findest du auf den Items. Ich fange selbst gerade bergsweise Kleinsteins und Onichts. So, unser Lockdot. So. Dieser Block sieht unheimlich schwer aus. Mit ein bisschen Wut verschieben. Ich hab mein im Meer von gelaufen. Kannst du mir helfen? Danke, ich verrate mir. Mich auf dich. Das Gebiss habe ich auf der Route 915 verloren. 19. Ich will ja nicht sagen, aber wir haben schon mehrere Aufträge gekriegt. Wir haben einmal Team Rocket. Wir haben jetzt das Gebiss. Jetzt haben wir extra den Go-Park gesucht, weil es hier heißt, dort würdet haufenweise seit Wochen zu finden. Vielleicht hätten wir uns vorher über diese Sache mit dieser App und der Verbindung schlau machen müssen. Jedenfalls gut, dass wir von denen abgehauen sind. Die ganzen neuartigen Techniken machen mir Angst. Ja, ihr müsst doch irgendwas geben, das sich in ein Zepter verwandeln lassen. Was ist denn das für ein verflixtes, hartes Ding an meinem Fuß? Oh, das ist bestimmt ein Schatz. Lass uns das ausgraben. Oh, 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 oh. Unfassbar. Du hast recht. Ein goldener, glänzender Schatz. Moment mal. Irgendwas ist das? Das ist ein goldenes Gebiss. Ein Gebiss? Zeig mal ja. Kann doch nicht. Du hast recht. Du kannst doch nicht so funkeln und aussehen wie Gold. Das ist doch widerlich. Ach was, der Knirps. Was schleichtest du dann wieder hier rum? Warte, antworte nicht. Ist mir sowieso egal. Nimm lieber das und geh aus Haus. Ihr wollt das goldene Gebiss übertragen. Ist das nicht wert von uns? Und jetzt lass uns in Frieden. Wir sind nämlich beschäftigt. Ganz genau. Wir haben super viel zu tun. Außerdem will ich mir die Hände waschen. Lass kratz uns in die Korbe. So.
Okay. Bewegen. Schaumstoff. Bei dem Schwimmen muss ich mich zuerst aufwärmen. Und wir haben. Bam. Ja, lol, kann ganz ehrlich. Surfer, okay. Wir haben noch eine geringe Chance. Wir haben echt noch eine geringe Chance. Was Level hat denn der? Ja, bin tot. Ich hab gedacht. Nochmal mit dem Evoli weiter. Aber eigentlich wirklich gedacht. Das wäre voll cool, sind, weil wir hier Samen voll gemacht haben. Ja, wie ja, dieser Flur. Wunderbar, jetzt ist es mir warm. Jetzt aber. So, kurz. Miditasche. Beleber einsetzen. So, und übertragen, einsetzen. So. Nicht so schnell. Sonst geht die Brüste aus. Schon mal ernst, feuert ihr aus. Das ist toll, neuer Mann. Oh, das ist voll süß. So, war der Blatt. Drachenrufe? Nein. Schal. Und Glurak Level 42, das ist schön. Ich weiß nicht mal, wofür wir Glurak noch brauchen, aber ich habe auch keinen Plan, welche Pokémon, die bei der Top 4 drin sind. Ich weiß nur, wir haben 4 Ohren. Wir haben einmal Psyche, das weiß ich. Wir haben einmal Kamm, das müsste hier sein. Wir haben einmal Feuer. Und noch was, glaube ich, normal Pokémon. Hier ist es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, dann müssen wir jetzt nicht runterfahren. Du hast das den Direktor das goldene Gebiss überreicht. Der Direktor hat das goldene Gebiss hastig eingesetzt.
Puh. Der ganze Sand knirscht so eklig zwischen die Zähne. Aber sei es drum. Danke, dass du mich aus der Patsche geholfen hast. Niemand hat auch nur ein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe. So peinlich war mir schon das Ganze, dass ich mich nicht mal auf die Arbeit getraut habe. Niemand darf... hier, nimm das für deine Mühen. Und wieder ein Kleiderset, Safari-Set. Und weil du es bist, bringe ich dir noch einen oberen, eine nützliche Sache ein. Geheime Technik, Wurfstoß. Ach, was sagst du dazu? Sieht aus, als würde dein Pokémon die Technik am liebsten selber gleich erlernen. Natürlich. Also hüpf. Was? Also für mich ist das hier wie gesprungen. Dann bringe ich es ihm dein Pokémon bei. Man sieht, man stößt manchmal auf Orte wie Höhlen, auf große Blocken wie dieses, stimmt. Aber jetzt haltet euch fest. Mit einem ausreichenden Wut ist es nämlich möglich, sie zu verschieben. Der Trick ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Einfach die Zähne zusammenbeißen und dann mit aller Kraft schieben. Evoli hat die geheime Technik erlernt. Ja. Ist dem das zu fassen? Dein Pokémon hat wirklich das gleiche auf einen Anhieb gelernt. Es ist echt nicht auf meinen Kopf gefallen. So, dann probieren wir hier. Ja, warte mal. Victor. Das leuchtet sogar. So, dann haben wir hier theoretisch eigentlich alles fertig. Außer die Arena. Ich gehe nochmal im Pokémon Center, um uns einfach zu heilen. Könnte auch nachgucken, aber... Das wäre so einfach. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!